So, jetzt willkommen zurück zu Gothic 3, Rufus und ich, allein im Wald. Hallo Rufus, wir lecken. Lecken. Und jetzt reden wir. Die Söldner auf dem Kornhof haben ganz andere Sorgen. Du Spinner, ich fass es nicht! Schluss jetzt. Du wolltest nach Okara, oder? Ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Okara ist verdammt weit weg und die Gegend ist voller gefährlicher Viecher. Der redet ein bisschen, als hätte er eine Sprachstörung. Ich begleite dich nach Okara. Lauf. Was, jetzt? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Ah, geil. Wir sind richtige Jamaikaner, Junge. Lauf. Wir gewinnen jede Olympiade. Oh Gott. Oha, der rennt ja jetzt echt richtig los, ey. So, hätten wir jetzt keinen Community-Patch, können wir wahrscheinlich diese Quest vergessen. Weil der einfach irgendwo hängen bleiben würde, glaube ich. Alter, jetzt ist mal gut hier. Weil der einfach irgendwo hängen bleiben wollte, mitten in der, mitten in der Pampa. Und ich sammle hier meine Bärchen. Ist da irgendwas drauf? Warte mal eben, Rufus. Nö. Oh Gott, hier war Snapper. So, wir haben ja Athletik. Dann sind wir gerüstet für diese Herausforderung. Hier habe ich doch die Kuh verfolgt, genau. Ich glaube, hinter uns sind ein paar Scavenger her. Boah, Alter! Was ist denn? Meine Fresse. So, gib Gas. Alter, was geht denn hier ab? Voll die Snapper und Oh, Wölfe. Okay, lauf einfach durch, Junge. Das... Oh Gott. Oh Gott. Hard try. Hier ist eine... Warte, ich muss kurz die Truhe abchecken. Metalltruhe. Okay, nicht ganz so important. LOL, ist der krass. Der rennt einfach mitten durch. Alter, der ist ja mies, der Banger. Zieh das rein. Du bist einfach ein Boss, Junge. Rufus. Geil. So, Alter, sind da fieske... LOL. Warte mal eben. Wo sind die Wölfe? Ich glaube, die betteln sich mit irgendwem. Schwere Truhe. Geil, das ist eine Waffentruhe. Assassinenschwert! Ja! Yes, Leute. Warte, schnell alles hier einsammeln. Zack, zack, zack. Komm. Gold, ja, mega. Oh, Pilze. Lecker. Tschüss. Wir haben Assassinenschwert, Leute. Das ist nur sogar im normalen Zustand nicht abgenutzt. Boah, sind wir jetzt krasse Banger. Okay, Rufus, lauf. Es hat nicht so eine lange Reichweite. Aber ist schon... Also macht mehr Damage. Unvergiftet. Ups. So, was ist... Innos sei Dank. Wir haben es geschafft. Gut. Dann entspann dich jetzt. Ich danke dir, Freund. Das werde ich dir niemals vergessen. Danke ist gut. Belohnung ist besser. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Hier, nimm alles. Klamotten kann ich behalten. Das ist Okara. Ja, das ist es. Du kannst alles haben, was ich noch besitze. Ja, nimm alles. Hier ist die Kuh. LOL! Jetzt hat die mich triple getrollt, Alter. Ich war neben Okara. Alles klar. Gut, so, Assassinenschwert, Brudis. So, das hier macht 80 Schaden. Hat eine gute Reichweite. Ist aber abgenutzt. Heißt, macht 40 Schaden. So, jetzt pass mal auf, Junge. Assassinenschwert. Ja. 75 Schaden, 5 weniger. Eigentlich 35 mehr. Oh, lol, das ist ja auch übel. Ne, ist ein Langschwert. Da. Ich hatte ein Langschwert? Ja gut. Langschwert ist genauso lang. Aber Assassinenschwert vergiftet halt und sieht nice aus. Aber ich kann übel krass zustechen und dann die... Ich glaube, das... Ich nehme das einfach mal. Einfach weil ich auch eine Assassine bin, Leute. Ja. Wir benutzen unsere eigenen Waffen, nicht irgendeinen Krempel. Es sei denn, der Krempel ist wirklich der OP-Shit. Dann nimm mal den Krempel. So. Ja, moin Jungs, ne? Tachchen. Oh, ich kann einfach rein. Alles klar.
Könnte ja ein Orksöldner sein, weiß ich nicht, ne? So, sieht sehr ähnlich aus wie Redok. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Deine Mutter. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Kann dir doch egal sein. Kann ich die Scheiße hier einfach nehmen, die hier rumliegt? Ey, ich speichere mal. Du hältst dich da raus. Als wenn das so einfach wäre. Hier liegen über viel Kräuter. Möglich ist alles. Dankeschön. Ist das dein Ernst? Hier ist ein Schmied. Mannig, Alter. Ein neues Gesicht. Willkommen in Okara. Moin. Wir können hier jeden Mann gebrauchen. Nice. Am besten du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer. Und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Oh, shit. Klingt geil. Ich brauche Waffen. Ha. Du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Lol. Ich kann dir sicher was anbieten. Nice. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ihr braucht noch Leute? Oh ja. Und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Okay, ich besorge euch neue Männer. Du solltest meinen Rat annehmen. Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ich besorge neue Männer. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Okay. Der Bauer Rufus hat eine Nachricht für euch. Sehr schön. Er hat sicher Neuigkeiten aus Montera. Dank dir, dass er heil hier angekommen ist, Freund. Die nennen mich alle Freund, ey. Die Rebellen sind übel anhänglich, Alter. Ihr ekligen Leute. Zeig mir deine Waffen. So. Degen. Na, da bin ich schon drüber hinaus, Leute. So, was haben wir noch? Bastardschwert schmieden. 12.000. Aber, oh, Rubinklinge. Was war nochmal Rubinklinge? Ich glaube, das war auch richtig nice. Also das Rezept wäre worth. Nicht, weil ich ein Bastardschwert haben will, was nicht abgenutzt ist, aber überleg mal. Das ist abgenutzt und hat einen Goldwert von 4.000. Ich weiß nur nicht, wie viel Schmiedekunst brauche ich dafür. Also das ist halt ein Rezept, mit dem kann man richtig Geld machen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist halt auch ein Schwert, da brauchst du... Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache das. Ich will ja gerade eh auf Schmieden gehen. Aber wahrscheinlich habe ich noch lange nicht genug Schmiedekunst. Egal, ich mach das einfach mal. Ja, weil das ist echt eine gute Geldquelle. Eins behalte ich mal. Ne, ich behalte das Langschwert. Das ist genauso lang, macht mehr Schaden. So. Den kann weg. Ochsschlechter kann auch weg. Ja, weg, weg. Assassinbogen kann auch weg. Ich habe einen besseren. So. Bartaxt kann weg. Ist abgenutzt. Dann weg. Weg. Rostige Streitaxt. Moment, ich brauche Äxte für Quest, ne? Ich weiß jetzt aber nicht, welche. Boah, das bringt auch Geld. Nice. Hier, weg, Jungs. Weg. Es reicht ja schon. Komm. Oder soll ich für Rubinklinge das auch noch mitnehmen? Guck mal hier. Einfach so aus Interesse halber und weil wir es können. Und weil Rubinklinge, glaube ich... Ich habe von früher, glaube ich, in Erinnerung, dass Rubinklinge echt nice ist. Was mich aber irritiert, ist halt der Preis. Egal, ich mach das einfach mal. Zack. So. Jetzt, nee, das mache ich nicht. Warte. So, jetzt bin ich gespannt. Rubinklinge. Huch. Nee. Bonus, Talent, starker Schwertkämpfer. Ja, gut. Aber ist 8.000 wert, ne? Das Rezept hat 4.000 gekostet. Was ist denn jetzt hier Kampfmusik? Ich will ja schmieden. Ey, geht doch. Bastardschwert, siehst du, 16.000 ist das wert. Ich brauche dafür nur Rohstahl und 10 Eisenerz. Lol. Jetzt wird Money gemacht, Leute. Weil, ich glaube, hier kann ich sogar schürfen. Er hat ja gesagt, dass er auch Schürfer ist. Gut. So, weiter. Guck mal, das ist ja Rufus. Lass uns kurz in Ruhe reden. Warum ist denn hier Kampfmusik, Mann? Ihr Lappen. Klar, warum nicht? So, okay, nice. Ich glaube, ich kann hier echt schürfen. Ich glaube, hier ist links gleich ein Raum. Siehst du? Hier schürfen die Leute schon. So, geh mal hier weg. Bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich will hier schürfen, du Lappen. Boah, dann...
wenn die jetzt alle belegen, die Plätze, dann wäre es echt worth, die hier direkt auszurotten. Da, Eisenader. Geil. Und ich habe Schürfer gelernt, Leute. Das heißt, ich schürf doppelt so viel. Gut, dass wir es noch gemacht haben. 10! Das ist ein Bastardschwert! Du dreckiger Dieb! LOL, was? Geil. Ja. Schön. Eben konnte ich die Pflanzen einsammeln, aber euer Essen darf ich nicht... Was? Raff ich nicht. Gut, ich dachte, ich kann alles einsammeln, was rumliegt. Aber anscheinend nicht. Ja, hier, guck. Test. Das interessiert die nicht. Mann. So, den prelle ich jetzt schnell durch. Bla, bla, bla. Du bist Schmied. Bla, bla, bla. Nee, ich bin auch Schürfer und Koch. Ich brauche Waffen. Ich brauche die Leute. Wo ist der Anführer? Ich besorge euch neue Männer. Rufus hat eine Nachricht. Geil. Boah, ich dachte gerade. Langschwert. Das gibt doch nur wieder Ärger. Hä, Rubinklinge ist jetzt gar nicht da? Okay. Das hätte er doch besser wissen müssen. Gut. So, warte. Zack, weg. Das behalte ich weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Schön. Warum war jetzt Rubinklinge weg? So, warte mal. Genau, so. Ja, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Geh mal rein. Genau, hier waren die Pilze. So, jetzt sind wir ja schon. Die ging ja schnell. War ja gar kein Ding jetzt hier. Huch. Dich nehme ich auch noch mit. So, hier war auf jeden Fall eine freie Schürferstelle. Das ist schon mal nice. Vor allem, weil ich einfach 10 Eisenerz schürfe. Das ist halt schon ein Bastardschwert. Ich hätte jetzt gedacht, ich schürfe vielleicht so 3. Aber nicht 10. So viel zum alternativen Balancing. Wir können ja richtig Geld machen mit der Scheiße. Ja, geht weg hier. Meine Eisenadern, ihr Lappen. Geil, dann kann ich mir direkt eins machen auch. Das Assassinschwert ist halt ein Assassinschwert, ja. Aber das Bastardschwert macht mehr Schaden. Oder hat eine höhere Range. Das kann zwar nicht vergiften, aber YOLO. So, soll ich das kurz schmieden? Guck mal, ich schmiede mal direkt. Geh mal aus dem Weg, Junge. Es könnte sein, dass wir gleich in Geld schwimmen. Kann ich mal eben hier... Warte, ich muss die Scheiße hier reinlegen, oder? Oh, guck mal, hier geht's. Hier ist noch was. Oder? Nee. So, lass mich mal schmieden. Schnieden. Lass mich schnieden. Erfordert Kenntnisse Schmied. Ach ja. Als wenn das so einfach wäre. Bin ich. Lol, ich kann das einfach machen. Ich brauche... Lol. Ich kann 2 herstellen. Am besten du hältst dich da raus. 32.000 Gold. Am besten du erledigst das. What? Klar. Nee, 4.000 ist es wert. Ja gut, trotzdem. Oh, selbst geschmiedet nochmal plus 10 Schaden. Aber trotzdem, selbst wenn es gut jetzt nur 4.000 bringt. Ich meine, das Rezept hat 12.000 gekostet. Das heißt, ich brauche 3 herstellen, dann bin ich schon wieder... Dann ist easy. Das ist halt... Also, hätte es jetzt 12.000 gebracht, wäre es komplett broken. Weil du brauchst dafür nichts lernen. Du brauchst ja nur Schmied sein. Das bist du seit Anfang an. Du brauchst keine tollen Rezepte, nur Rohstahl und hier Eisen. Was du eigentlich überall kriegst, auch ohne Skill. Ich meine, hätte ich jetzt nicht schürfen gelernt, könnte ich hier... Das ist ja komplett broken, Alter. So, zur Seite, Junge. Ich muss hier Bastardschwerte schmieden. Ja, also Geldprobleme werden wir jetzt in nächster Zeit nicht haben, denke ich. Vielleicht sollte ich vielleicht... Also ich sollte vielleicht nicht komplett alles Eisenerz... Hier steht was über Alchemie. ...aus dem Fenster kloppen. Nice. Dietrich. Hier ist eine alte Truhe. Und es guckt gerade keiner. Ich plündere die schnell. Weil alte Truhe snowballt, ne? Ist auch eine, die sich stapelt. Guck mal, daneben liegt sogar Dietrich. Energie. Schutz für Energie. Böses vernichten. Nice. Nice. Hier kann ich auch alles richtig abziehen, Alter. So.
Dann mal hier. Warum weckst du mich? Sean. Sean das Schaf. Oh, da war ein Pilz. Den darf ich mitnehmen. Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Krasser Robin Hood, Alter. Verstehe, du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Ja, so kann man sich als Dieb auch bezeichnen. Man sammelt Artefakte. Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Am wertvollsten scheinen die göttlichen Artefakte zu sein. Der letzte Spähtrupp aus Monterra soll eines dieser Dinger gefunden haben. Ein göttliche Artefakte? Okay. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Da müssen wir vorher noch... haben sie in Geldern sogar den Helm des ersten Paladins. Okay. Wo ist dieses göttliche Artefakt jetzt? Roland hat einen Spähtrupp nach Gotha entsandt. Die hatten es dabei. Der Anführer der Truppe meinte, es würde ihnen im Kampf helfen. Frag Roland. Er kann dir mehr darüber sagen. Geil, also das sind einfach übel heftige Items, ja? Guck mal, der kann mir auch Diebeshand... Wo finde ich deinen Boss? Der Paladin Roland sitzt in der Höhle da drüben. Ach, da drüben, ja. Gut, dass du in die Richtung zeigst. Handeln. So. Wie viel Dietrich habe ich noch? 13. Ich nehme die mal mit. Kostet ja nichts. Ja, gut. So, war noch was? Ach ja. Niederschlagen ist halt nice. Und meucheln ist halt auch nice. Aber ich will auch Waffe vergiften unbedingt lernen. Das ist, glaube ich, auch richtig nice. Aber erstmal Waffe schärfen. Danach gucken wir mal weiter. So. Die richtig heftigen Waffen schmiedet man übrigens erst in, wo habe ich die Map? Die Map. In Nordmar. Genau, das war. Mir fehlt gerade nicht ein. So, dann haben wir hier Betten. Hier liegen ja überall Waffen rum, Alter. Aber ich nehme die mal nicht mit. Guck mal, der hat schon geguckt. Oh. Morgentau. Ich nehme alles mit, was geht. Auch wenn ich eigentlich so jetzt zum Beispiel gar nicht auf Magie... Holy, ist der ein Paladin? Hier ist eine Waffentruhe. Das! Also, dass hier jetzt eine Waffentruhe ist, ist ausschlaggebender Grund dafür, dass ich die hier auf jeden Fall weghauen werde. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Hm, sie haben nicht übertrieben. Alter, ist ja schwul, ey. Wow. Du hast dir das sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist auf jeden Fall sehr sporadisch mit deinen Truppen. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Warte mal eben, ich sehe gerade, du hast hier eine sehr schöne Raumpflanze, die nehme ich direkt mal mit. So. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Ah, das war diese Untotenstadt, genau. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Genau, es gibt in Gotha einen Teleportstein, der nach Vengard einen teleportiert, nicht nach Gotha. So.
Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vanguard suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Kann es sein, dass du nur dumme Entscheidungen gefällt hast in deiner Vergangenheit? Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Ork-Schamanen diesen elenden Dämon beschworen. Dieser Ausgeburt der Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Okay. Wenn ich ihn töte, habe ich immer nur die Quest, oder? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nice. Schwertmeister, das muss ich auf jeden Fall. 20 Lernpunkte. Erstmal Waffe schärfen. So. Gut. Zeig mir deine Ware. Der handelt? Oh. 200. Bastardschwert. Da, zack. Okay. Ja, gut. Schön. Alter, wir haben 30.000 Gold, ne? Läuft. Gut, ja, dich hole ich mir. Wir sehen uns später. So. Aber es sind gar nicht mal so viele. Also, das war's jetzt schon, ne? Wobei, Redok war jetzt... War hier nicht ein Magier, Alter? Hier fehlt doch wer. Hier, ich könnte mal in den Alchemietisch gehen. Ach ja. Ich muss mal gucken. Also, warte mal. Ich habe ja ordentlich Pflanzen, ne? So. Wirklich ordentlich Pflanzen. Das steht aber gar nicht daran, was sie bringen, oder? Ja doch, teilweise. Stärke plus 1. Habe ich zum Beispiel 5 Stück. Ausdauer plus 2. Mana, nee. Hier, Mana plus 2. Leben plus 2. Das ist schon, ja, wenn es dafür einen Trank geben... Warte mal, wie viel Alchemie muss ich denn lernen für Pfeile vergiften? 40. Vielleicht ist 40... Ah, hier steht's ja. Tränke mit permanenter Wirkung. Brauche ich 60 Alchemie. Und ich brauche Verwandlungstränke brauen. Oh Gott. Das ist das hier, oder? Oha. Gift herstellen 35. Ah. Klinge vergiften 45. Tja, ist die Frage. Also wenn dann später irgendwann, ne? Aber wenn ich eh auf 45 Alchemie muss, um Waffen zu vergiften. Ich meine, die 15 jetzt nochmal für permanente Tränke ist jetzt auch nicht... Wenn man überlegt, wie viel mehr man daraus schlagen kann. Mal gucken. Der Scheiße. So, gut. Also, was habe ich hier für Quests jetzt? Fassen wir mal zusammen. Als wenn das so einfach wäre. Ja, ist es. So, du kannst nämlich Okara filtern. Oh, Alter, wir sind schon da oben. Krass. Nimm Okara auseinander. Alles klar. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Ja, geil. Das muss ich anscheinend alleine machen. Brauch mehr Männer. Klar, das könnte ich mal machen noch. Ich gehe einfach mal auf die Höfe um Montera herum. Also die beiden. Am besten. Wobei, es sind ja drei. So, der eine ist so weit weg. Und frag da einfach mal die Sklaven, ob die Bock hätten. Vielleicht kann ich da noch ein paar EP abstauben. Zum Beispiel hier die Ische. Ich will keinen Ärger haben. Nee, ich brauche welche mit Namen. Ich will keinen Ärger haben. Warum sind eure Kühe tot, sag mal? Hey, sind ja keine Sklaven mit Namen, Alter? Ich ruhe mich ein wenig aus. Du willst nicht. Du solltest jetzt gehen. Willst auch nicht. Wie sieht's aus, Arena Champion? Oh. Die streunenden Wölfe sind ausgerottet. Du meinst, ich kann mich jetzt wieder entspannen? Ja, eure Kühe sind tot, aber ansonsten... Das ist sehr beruhigend. Gut gemacht. Hier hast du deinen Lohn. Nice. Ich, brauche trotzdem Leute. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Ne, den hier hatte ich, ne? Auf dem anderen Hof vielleicht? Gucke ich einfach nochmal. Ja, wobei, da hatte ich ja schon Rufus. Da gibt es, glaube ich, keine anderen Sklaven mit Namen. Oder?
Gibt es irgendwo Leute in der Nähe, die jetzt nicht entweder, also die einen Namen haben, ja, die eine Rolle haben und nicht mit den Orks hier irgendwie? Von selbst. Oh. Einer deiner Sklaven hat Kontakt zu den Rebellen. Das wird ja immer besser. Hört das irgendwann auch mal wieder auf? Also gut. Kümmere du dich darum. Lol, ich kann ihn immer noch killen. Ich kann ja schließlich nicht alles machen. Verstehe. Lol. Okay, dann haben wir alles richtig gemacht. So. Hör bloß auf mit der Scheiße. Guck mal, das sind alles einfach nur Söldner. Hier sind 1000 Söldner auf einen Sklaven, ey. Tja. Ja, hier ist noch eine Ische. Ach ne, ein Typ. Sorry, ich hab nur einen Arsch gesehen. Ja. Scheiße ich da drauf? Warte mal, ich könnte jetzt vielleicht nochmal in die Burg... Warte, wir teleportieren uns mal, geht schneller. Ich könnte vielleicht in die Burg nochmal rennen und erzählen, dass ich weiß, wo Okara ist. Vielleicht kriege ich so einen Stoßtrupp, der mir hilft. Weil komplett allein, das ist halt immer die Scheiße für die Orks, ne? Man soll immer alles komplett alleine machen. Das gibt auch nur wieder Ärger. Ich gehe einfach mal rein. Moin. Nabbelnd. Die Hand, die sie füttert. Vielleicht er hier? Die Faust, die sie schlägt. Irgendwas? Nee. Oder du? Wie hieß er nochmal? Varek? Ich zum Rauchen ist immer Zeit. Metalltruhe. Truhe. Siehst du, der hat keine schwere Truhe. Entscheidung gefallen. Easy. Hat der gerade gesagt, zum Rauchen ist immer Zeit? Oh lol. Das haben die Mara selbst. Das ist ja eine interessante Aussage. Ja gut. Ich schätze mal, wir werden einfach jetzt mal um Okara herum. Das ist eine riesen Ebene. Also nicht Ebene, aber übel viel, ne? Wald, Wiesen und so. Ich glaube, wir werden da jetzt einfach mal ein bisschen durchstreunern. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Und ansonsten machen wir Okara dem Erdboden gleich. Ah ne, der ist ja noch tiefer. Ich meine, Okara ist noch tiefer. Dann heben wir es aus, genau. So, was geht bei euch so? Irgendwas Neues? Ich habe die Kühe gekillt. Cool, ne? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Na gut, das hatte ich auch schon. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Also wie gesagt, ich werde jetzt einfach hier die Gegend ein bisschen erkunden, denke ich. Das ist ganz cool. Muss man auch mal nachkommen. Wir sind auch fast wieder... Nee, gar nicht. Wir brauchen noch 5000 EP für Level Up. So, ich muss das auch mal ausrüsten, ey. Was haben wir hier? Was ist das? Eine fette Party. Ruine, meine ich. Ja, das ist echt eine fette Ruine, ey. Ist hier irgendwas Tolles? Nö. Das hier sieht übel nach Höhlen und so aus. Ist da was? Hier ist eine Höhle. Lol, hier ist echt eine Höhle. Nice. Ich speichere mal. Ist ja ewig nicht mehr. Gut, dass ich dran denke. So, ich gehe jetzt rein. Ihr Lappen. Wir wetten wieder Goblins. Das sieht nach Untoten aus. Das sieht ganz arg nach Untoten aus. Könnt ihr mal alle jetzt die Fresse halten hier? Ja. So. Das sieht echt nach Untoten aus. Allein dieser Nebel und die ganzen Gräber. Und ich weiß nicht, wie stark Untote hier sind. Ich speichere mal. Lol. Hier ist einfach ein Feuermagier. Mal weg hier. Zack. Wo jetzt hier? Haltet doch mal die Fresse. Alter, und hier ist ein Schrein. Wo lebt der denn, Alter? Das ist ja übel eklig alles. Na gut. So, looten. Oh, hier ist eine Truhe.
Was macht der Typ hier? Ich spreche dir gleich mal an. So, aber ansonsten gibt es ja jetzt nicht viel zu holen, oder? Also, obwohl doch, es gab hier ein paar Truhen. Gucken wir mal. Truhe. 3 Feuerpfeile. Nice. Und Dietrich. So, jetzt die interessanteste Truhe. Ja, gut. Geht, ne? Geht. Geht. Ja, das war's, ne? Was machen hier die ganzen Gräber, ey? Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass hier jetzt Untote kommen. Oder irgendwas Mieses. Na gut, so. Dann reden wir mit dem Dude, ja? Mit dem Dude, wie heißt der? Guck mal, hier ist noch eine alte Truhe, nice. Mit Rakus in der nächsten Folge. Cliffhanger! Bis denn, tschüss!